Hey YouTube, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute beschäftigen wir uns ganz kurz mit einem SBC-Update-Video. Wir haben die letzten Tage ein paar SBCs bekommen. Ihr seht es im Hintergrund schon, Ona Battle ist gekommen, Stoichkov-SBC ist gekommen, gestern ist noch Solout gekommen. Und da will ich einfach ganz kurz mal drauf eingehen. Ihr seht schon in meinem Titel die beste SBC des Jahres. Welche SBC ich damit meine, werde ich gleich erklären. Wenn das Video euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Fragen zu irgendwelchen SBCs habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ansonsten gerne ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir gehen rein, machen der Reihe nach die Spieler durch. Fangen wir einfach, weil wir hier gerade auf Ona Battle sind, mit Ona Battle an. Sie ist gekommen als Team of the Season SBC auf der Rechtsverteidigerposition. Selbes Rating wie der Totti, bisschen bessere Stats, hier und da ein Upgrade bekommen in den Stats und natürlich die 3 Playstyle Plus. Wir haben 4 Sterne Skills und 4 Sterne schwacher Fuß. Das ist schade, dass sie da nichts geupgradet haben im Vergleich zum Totti. 5 Sterne Weakfoot wäre nice, vor allem weil sie auch LV als Alternativposition hat. Das wäre dann halt deutlich, deutlich geiler mit 5 Sterne schwacher Fuß. Dann könnte man sie halt links als auch rechts spielen lassen. Ich glaube, man kann sie auch so auf links spielen lassen, aber 5 Sterne Weakfoot wäre natürlich cooler gewesen. Das ist natürlich schade. Ansonsten, wie gesagt, wenn Stats hier und da ein bisschen geupgradet, plus 1 teilweise zum Totti, Overall Rating ist gleich geblieben. Wir haben natürlich sehr nice Death Stats, wir haben eine sehr gute Physis für Ona Battle. Sie ist ja auch nur 1,65 groß, dafür ist die Physis auf jeden Fall voll in Ordnung. Die Death Stats werden halt auch noch runtergezogen durch die Kopfballpräzision. Ne? 96 für Zweikämpfe, 96 Defensivbewusstsein, 93 Grätschen, 92 Abfangen, das sind schon sehr starke Stats. Im Bereich Dribbling 94 Beweglichkeit, 98 Balance, 96 Reaktion, auf jeden Fall auch sehr nice. Passwerte sind in Ordnung. Von den Stats her gibt es nicht wirklich viel, wo man jetzt hier meckern kann. Auch die Schusswerte für einen Außenverteidiger bzw. für eine Außenverteidigerin sind auf jeden Fall sehr stark. Dementsprechend auch eher Ona Battle aus der Kategorie offensive Außenverteidigerin. Ja, wenn man also einen Spieler auf der rechten Seite bzw. auch auf links kann man sie auch spielen. Wenn man da einen Spieler benötigt, der mit in die Offensive gehen sollte als Außenverteidiger, dann ist Ona Battle auf jeden Fall nicht verkehrt. Playstyles, wir haben Abdräng Plus, finde ich immer sehr nice auf Außenverteidigern. Dann einen von den beiden Playstyles auf Plus, auch sehr cool. Sie hat schneller Schritt auf Plus, nice. Und dann hat sie noch den weiten Pass Plus. Fast jeden einzelnen Pass, Passing Playstyle, außer Schnittstellenpass, den finde ich eigentlich tatsächlich auch extrem wichtig auf Außenverteidigern, weil ja Richtung Grundlinie ziehen, dann einen Druckpass in die Mitte mit Schnittstellenpass ist dann schon sehr, sehr tödlich. Hat sie leider nicht. Dafür noch Antizipation auf Silber, was auf jeden Fall nice ist. Playstyles gibt es auf jeden Fall nicht wirklich viel zu meckern. Die sind auch nice. Und Ona Battle ist eine gute Karte. Ich habe den Totti gespielt eine lange Zeit und dementsprechend weiß ich natürlich auch, wie ihr Playmodel ist. Wie gesagt, der Totti hat dasselbe Rating, ein bisschen andere Playstyles, ein Playstyle plus weniger und hier und da ein Set weniger. Dementsprechend ist da nicht so ein großer Unterschied dazu. Man weiß einfach, wie sich Ona Battle ungefähr in-game anfühlt. Da kann ich auf jeden Fall sagen, dass es auf jeden Fall eine starke Karte ist. Ist meiner Meinung nach so die günstige Alternative zu einem Frimpong Tots. Ja, wenn man also sich einen Frimpong nicht leisten kann, aber man einen Außenverteidiger dieses Typens haben will, dann ist Ona Battle wahrscheinlich die Alternative, auf die man gehen kann. Wenn man aber schon gut besetzt ist auf einer Außenverteidigerposition, indem man zum Beispiel einen Vasquez in die Evo gepackt hat oder man auf links schon Davis hat, Grimaldo etc. pp. Und dann auf der anderen Seite halt einen etwas defensiven Außenverteidiger benötigt, dann ist Ona Battle natürlich nicht wirklich das Profil, was man sucht. Also da müsst ihr in euer Team reinschauen, gucken, was ihr benötigt. Wenn ihr Bedarf habt, kann ich euch sagen, ist das eine SPC, über die ihr nachdenken könnt. Auch wenn der Preis halt deutlich teurer ist als der vom Totti. Aber ich denke dafür, dass es ein SPC ist und SPCs easy craftbar sind und wir hier ein Upgrade haben mit Playstyle Plus und dem einen oder anderen Stat, ist das meiner Meinung nach in Ordnung. Und von den Links her, glaube ich, gibt es auch gute Links. Barca Frauen natürlich sind natürlich auch etwas teurer, aber es gibt auch so eine Patrick Guerrero, die meiner Meinung nach ein absolutes Cheap Beast ist fürs Mittelfeld. Natürlich gibt es dann auch die Barca-Spieler. Koundé ist letztens als SPC gekommen, Araujo etc. pp. Also Ona Battle von mir, einen Daumen nach oben. Kommen wir zu Stoichkov, der ist gekommen. Das ist wieder eine der Big Boys SPCs, also eine SPC, wo man sehr lange für craften muss. 22 Teams muss man für abgeben. Ich habe hier die Leihkarte schon mal mitgenommen, um ihn auch nochmal zu testen. Habe ihn gestern zum Beispiel im Cup gespielt von Nick Lugi
Und Stoichkov ist eine sehr coole Karte, die macht Spaß. 5 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß, ist auch zum aktuellen Zeitpunkt immer noch sehr, sehr stark. Technical Plus und First Touch Plus ist eine sehr geile Kombination, muss man sagen, von Playstyle Plus. Er hat den Finesse auf Silber, fast jeden einzelnen Schuss Playstyle auf Silber, außer den Powerkopfball. Gut, bei seiner Größe ist er eh sowieso nicht der Kopfballstärkste. Schneller Schritt noch auf Silber. Und Stoichkov, kann ich euch sagen, ist eine sehr, sehr coole Karte. 5 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß, natürlich auch sehr nice. Das ist eine Karte, wenn man da Bock drauf hat. Ja, wenn man Bock auf einen Stoichkov hat. Es ist keine Must-Do-SPC. Ist aber auch eine SPC, die von mir einen Daumen nach oben bekommt, wenn man darüber nachdenkt, ihn zu machen. Ich denke, das ist eine Karte, die sich immer noch sehr geil spielen lässt. Ein Stoichkov dieser Art hatten wir auch noch nie. Dementsprechend ist es auch ganz cool, vor allem für Leute, die halt wirklich einfach Bock haben auf den Stoichkov, keine Ahnung. Vielleicht sind es Bulgaren und wollen ihre Legende haben. Vielleicht sind es Barca-Fans, die Stoichkov haben wollen, weil der ja da gespielt hat. Oder vielleicht einfach Leute, die einfach Bock auf Stoichkov haben. Und wenn es so ist, könnt ihr ihn gerne mitnehmen. Ich persönlich finde ihn in der Sturmspitze sehr, sehr geil. So ein agiler Stürmer, 5 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß, kann also immer wieder in geile Abschlusssituationen kommen. Mit First Touch Plus auch immer eine Möglichkeit, direkt mit dem ersten Touch am Gegner vorbeizukommen. Also Stoichkov, und wenn ihr euch immer noch unsicher seid, macht einfach die Leihkarte, testet ihn und macht euch selbst ein Bild davon. Meiner Meinung nach, auch wenn er jetzt nicht die 3 Playstyle Plus hat, was ja aktuell der Fall ist mit den Tots, ist es dennoch eine sehr, sehr starke Stürmerkarte. Ich denke, Stürmer, die vergleichbar sind mit ihm, aber die nicht so gut sind, Alvarez SPC zum Beispiel, Diani, Lacazette, so, aber da würde ich als Stoichkov definitiv drüber packen. So ein Lewandowski aus dem aktuellen Team of the Season ist nicht so derselbe Spielertyp. Das ist halt wirklich so die Kategorie beweglicher Stürmer. So, und dafür ist Stoichkov sehr, sehr geil. Sehr viele Alternativpositionen, das muss man auch erwähnen. Also ist sehr nice für einen Teambau auch. Ne? Und dadurch, dass er auch ein Icon ist, hilft es natürlich auch extrem, die Hybrid-Teams zu bauen mit den ganzen Team of the Seasons. Es gibt ja echt gute Team of the Season-Karten aus schwächeren Ligen, die dann nicht so geil linken, weil sie auch keinen Tots Plus bekommen haben oder weil sie eine Tots Moments-Karte sind. Und da hilft es natürlich, die eine oder andere Icon noch im Team zu haben. Und Stoichkov ist auf jeden Fall eine Icon, die immer noch up-to-date ist. Also von mir einen Daumen nach oben für Leute, die darüber nachdenken, ihn zu machen. Und jetzt kommen wir zur besten SBC des Jahres. Und der eine oder andere wird sich jetzt fragen, hey Seile, was hast du genommen? Sorloth, die beste SBC des Jahres? Lass es mich erklären. Erstens, Sorloth ist gestern gekommen. Er kostet nur 75.000 Coins. Also deswegen auch schon mal eine Must-Do-SBC. Egal, ob ihr ihn einbauen könnt oder nicht. Es ist eine Must-Do-SBC, Freunde. Ja? Nehmt ihn euch mit, selbst wenn ihr ihn nicht einbauen könnt. Packt ihn auf den Bank. Der Typ ist Gamechanger. Absoluter Gamechanger. Das ist die Kategorie Haaland, Drogba etc. pp. Und deswegen die beste SBC des Jahres, weil preis-leistungsmäßig werdet ihr keinen besseren Gamechanger im Spiel finden wie diesen Sorloth. Warum ist Sorloth so ein Gamechanger? Erstmal gehen wir das der Reihe nach durch. Wir haben 4 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß, 95 Tempo, 98 Physis, 92 Schuss, 92 Dribbling. Das sind schon mal sehr nice Face-Stats. 1,95 groß. Wichtig. Wir haben den Mostly Lengthy Sprint-Typen. Auch geil. Dann In-Game-Stats. 99 Sprint-Tempo, 99 Stärke, 99 Ausdauer, 99 Sprungkraft, 99 Kopfballpräzision, 99 Ruhe, 95 Abschluss, 97 Schusskraft. Das sind sehr geile Stats. Und die meisten werden sich jetzt immer noch fragen, ja, aber warum ist das? Warum ist das die beste SPC des Jahres? Freunde, weil Sorloth ist einer dieser Kategorie-Spieler, die man nicht verteidigen. Ja, und da ist halt einfach das Ding des hohen Balls. Ja, die hohen Bälle. So, sobald der Gegner... Also ihr müsst euch vorstellen, euer Gegner Sorloth, sobald der Gegner über außen durch ist und die Flanke reinkommt, heißt es für euch als Verteidiger nur noch hoffen und beten, dass er irgendwie den Kopfball verkackt. Denn das Kopfballduell werdet ihr in 9 von 10 Fällen gegen Sorloth einfach nicht gewinnen. Und deswegen ist es der größte Gamechanger, weil Sorloth wird 9 von 10 Kopfbälle gewinnen. Und wenn wir das zum Beispiel einem Mbappé gegenübersetzen, Mbappé Tots kostet 15 Millionen, Mbappé ist nicht kopfballstark, seine Stärke kommt natürlich übers Tempo, übers Dribbling und so weiter und so fort. Wenn der Mbappé 10-mal ins Dribbling geht, ist es nicht garantiert, dass er in 9 von 10 Fällen durchkommt. Und das ist der große Unterschied, warum Sorloth einfach
so eine Maschine es ist, nicht zu verteidigen. Ihr werdet gleich nochmal zwei, drei Clips sehen von Sorloth. Es ist einfach Flanken, Sorloth, Kopfball, Tor. Oder Flanken, Sorloth, Kopfball, Ablage, Tor. So, ihr habt immer eine Waffe, sobald ihr über außen durch seid. Immer absolute Gefahr für den Gegner, wenn Sorloth in der Mitte steht. Bei Standardsituation spielt Sorloth definitiv nicht wie einen Neymar und versucht mit ihm zu dribbeln. So, dafür ist er nicht gemacht. Das ist nicht seine Stärke. Sorloth, Kopfball stark. Sorloth, wenn ihr Platz habt, um ihn in die Tiefe zu schicken, sehr stark mit Mosley Lengthy, 99 Sprinttempo, dann seine Physis. Ja, dann heißt das wieder für den Verteidiger goodbye. Da setzt er sich durch, hat einen krassen Schuss. Er ist beidfüßig. Und Sorloth mit dem Rücken zum Tor in engen Situationen anpassen, klatschen lassen oder anchippen, mit dem Kopf ablegen. Das ist so ein Sorloth, so ein Zielspieler, so ein Zielstürmer. Nicht wie Stoichkov, der ein beweglicher Stürmer ist. Sorloth ist so ein Zielstürmer. Und deswegen eine absolute Must-Do-SBC für den Preis von 75.000 Coins. Allein die Kombination aus Körpergröße 1,95 in der Luft plus und dann noch Powerkopfball auf Silber macht ihn halt einfach so verdammt stark. Dann hat er noch Raserei auf Silber, auch nice. Er hat Technical Silber, Finesse auf Silber, jeden einzelnen Schuss-Playstyle außer Deadball, was nicht so schlimm ist. Schade ist, dass er die Batterie und Trivella Plus bekommen hat. Wenn er da statt einem der beiden Playstyles noch irgendwie First Touch bekommen hätte oder Finesse, das wäre so crazy. Also ich sage euch so, wie es ist. Playstyle Plus haben ist geil. Aber jetzt hier bei Sorloth von mir aus, nimm diese beiden Playstyle Plus weg und gebe ihm irgendwie noch ein bisschen was aus der Kategorie Passen. So ein Tiki-Taka auf Silber oder so. Das wäre schon deutlich stärker gewesen. Aber nichtsdestotrotz, Sorloth ist ein Gamechanger. Must-Do-SBC, 100.000%. Ihr werdet jetzt noch zum Abschluss des Videos ein paar Clips von Sorloth sehen, was ihn so stark macht. Es ist nicht zu verteidigen, Freunde. Es heißt hoffen und beten, sobald der Ball in der Luft ist und Sorloth in der Mitte, gibt es nicht mehr so viel, was man als Verteidiger machen kann, außer hoffen, dass der Ball irgendwie nicht reingeht, indem der Kopfball verkackt wird, indem der Torwart den Kopfball hält oder der seltenste Fall, dass Sorloth gar nicht das Kopfballduell gewinnt. 75.000 Coins, krass. Ich bin sehr froh darüber, dass er kein TOTS Plus ist. Weil wenn er ein TOS Plus wäre, würde der wahrscheinlich in jedem Team am Start sein. So ist es natürlich etwas schwerer einzubauen. Norwegen hat natürlich sehr geile Karten, ne? Wie ein Hansen, wie ein Haaland. Die sind aber natürlich auch extrem teuer. Aber stellt euch einfach mal vor, was für eine Offensive man mit Norwegen-Spielern machen kann. Ja? Man kann Haaland-Tots, Hansen-Tots, Stoller-Tots und Ödegaard-Tots. Was für eine krasse Offensive eigentlich die Norweger haben. Ist crazy. Aber ja, jetzt die Clips. Viel Spaß dabei. Gerne einen Daumen nach oben auf das Video lassen. Ich bin raus. Peace out. Boom, Sorloth. Irgendwie. Guck dir das an. Oh. Rot, oh mein Gott. Boom. Boom, boom, boom. Natürlich gewinnt er das. Natürlich gewinnt er das Kopfballduell. Boom. Lol. Sorloth. Da war Sorloth.